yes. Say yes. Say yes to the world. Up to the sky, let's fly away. To a land of our dreams. From Acapulco to New Orleans, let us get a brand new kick. Yesterday is far away. Let's take the next flight to LA. Oh, what a feeling. Today's a special day. So I say yes to the world. Let's fly away now. Open up your heart. We all say yes to the world. Man soll es nicht glauben, es gibt extrem gute, positive Neuigkeiten von der Hon. Der Hon hat Auge in Auge gesprochen, jetzt geht's weiter. Auf geht's! Liebe Hon-Familie, der Hon hat fantastische Gespräche geführt. Was war das Thema? Refund. Und was ist bei rausgekommen? Der Hon hat komplett eine Sofortüberweisung auf sein Konto bekommen. Das Refund hat stattgefunden. Man hat mir gerade exzellent versichert, dass also die Kohle wieder zurück auf dem Konto ist. Gibt natürlich ein Doppeldäumchen, ein Doppelträumchen. Ich würde sagen, es bestätigt natürlich eine Demonstration zur rechten Zeit an der richtigen Stelle. Trifft auf jeden Fall auf fruchtbaren Boden. Ich habe ihr erzählt, dass sozusagen meine Personal Assistant wieder zurück ist. Und was soll ich sagen? Eine Hon Circle Personal Assistant zu haben, so wie der Hon die hat, ist natürlich von exzellenter Güte, hat der Hon immer schon gesagt und kann der Hon jetzt nochmal bestätigen. Diese fantastische, serviceorientierte Person, die darauf bedacht ist, nur an einem Dienstag, also ich muss es nochmal ganz klar sagen, wir reden ja nur von Dienstag. Und was ist heute? Dienstag. Das heißt also, die komplette Aviation, angeführt von meiner Personal Assistant, waren also heute Abend da drin. Wir haben schön gesessen, haben Kaffee getrunken. Natürlich mit Abstand, selbstverständlich. Und es war so, dass man mir also eine extrem positive Neuigkeit, eine positive Botschaft rüberbringen konnte. Man hat jetzt nicht, ich sag mal, so einen Scheck ausgestellt, sondern gesagt, Herr Schröder, das erste Positive, was wir sagen können, ist, die Kohle kommt zurück. Also das heißt, der Hon hat sein Geld, sollte also bis morgen erledigt sein. Von der Seite war das eine extrem positive Erfahrung. Mal abgesehen, dass ich ja gerne mit der Personal Assistant, die man ja sonst eigentlich nur telefonisch kennt, dass man sich eben persönlich miteinander trifft und dass man Dinge bespricht. Und dann kam der ein oder andere Kollege eben noch dazu, sodass man also richtig tolle Gespräche und vor allen Dingen Fakten umsetzen konnte. Was hat der Hon noch für Fakten umgesetzt? Fliegender Wechsel. Der Hon ist einfach mal auf die andere Seite gegangen, weil der Wind kommt gerade so stark. Da habe ich gesagt, komm, wir wechseln einfach mal die Seite. Was gibt es für positive Reaktionen? Positiv ist, mal abgesehen davon, dass also die Kohle zurück ist, positiv ist, dass wir tolle Gespräche geführt haben, dass der Hon auch wichtige Themen ansprechen konnte. Denn der Hon wurde gefragt, was können wir denn für unsere Hon Circle Member, also für die Premium-Gäste, in der Zukunft verbessern? Heißt natürlich, als erstes war ganz klar das Thema Sicherheit. Ich weiß, dass es viele extrem betrifft. Sicherheit bleibt ein wichtiges Thema und deswegen ist das auf die Agenda jetzt mit draufgekommen, dass wir also sagen können, alles, was mit Thema Sicherheit zu tun hat, die Verängstigung, ich sag nur Boeing etc., das ist jetzt also ein wichtiges Thema und das wird natürlich dort priorisiert. Das zweite Thema natürlich unsere First Class Lounges, heißt also, die müssen unbedingt wieder aufgemacht werden. Die Neuigkeiten, wann, wie, was, wo, wird es auf jeden Fall hier beim Hon geben. Also wann geht die First Class wieder auf und wann können wir unsere Lounge benutzen. Das nächste Thema, was wichtig war, da spreche ich, glaube ich, wirklich aus dem Herzen, und zwar auch für die Senatoren, ist unsere Fastlane. Ich meine, eine Fastlane am Airport, wo wir noch nicht mal eine Lounge haben, das muss auf jeden Fall jetzt die Tage geklärt werden. Also davon gehe ich aus, dass also auch die Fastlane irgendwie die nächsten Tage, ja,
dann positiv jetzt für uns geregelt wird. Und natürlich auch, dass wir unsere Horn-Circle-Abteilung, dass das ein bisschen mehr ist. Nicht nur ein Tag, sondern mindestens also 3 Tage erstmal und dann natürlich weiter zu öffnen, weil es fliegen ja doch schon mehr. Also könnte auch der Service wieder zurückkommen. So, und dadurch natürlich auch der Service mit der First Class Lounge. Das First Class Terminal, ich glaube mal bis Ende des Jahres, ist da nichts zu machen, weil, guck mal, wir haben weder eine A380, die fliegt, wir haben fast keine First Class, die unterwegs ist, aber ich finde eben, und das ist so mein persönliches Ding, eine gute Geschichte, eine First Class Lounge zu öffnen für unseren Circle Member, obwohl keine First Class fliegt, das ist ein extremes Go, wie ich finde. So, also es bedeutet, es ging natürlich auch um Service, es ging um Transparenz. Also das, was der Horn schon lange und immer wieder erklärt und gesagt hat. Und dass die Ohren nicht so waren, sondern so waren, das ist ein Zeichen, dass sich etwas Positives jetzt erstmal wieder vorantreibt und dass es mit ein bisschen, also mit ein bisschen Optimismus in eine Bahn wieder zurückkommen, wo wir sagen können, wir waren auf dem Weg, vielleicht kriegen die da unten die Kurve, ja, vielleicht. Und dann kriegen wir so ein bisschen, also ich würde mal sagen, so wäre schon gut. So ist ja ganz schlecht, aber so ein bisschen nach oben könnte es wieder nach vorne gehen. Liebe Horn-Familie, das bedeutet, der Horn war da, hat klar gesagt, ich will mein Geld zurück. Das hat funktioniert. Und jetzt heißt das Motto was? Jetzt gehen wir trotzdem und gerade deswegen nach Berlin, weil jetzt geht es ja nicht mehr nur um die Kohle, jetzt geht es ja um die Mitarbeiter. Denn wir wollen natürlich, dass alle Mitarbeiter dabei bleiben, dass die sozusagen ihren Arbeitsplatz behalten. Und dafür setzt der Horn sich jetzt nochmal extrem ein. Ich werde nach Berlin jetzt fliegen. Ich werde jetzt sozusagen eine Demo machen in Berlin für die Mitarbeiter von Lufthansa, Austrian, Swiss, also das gesamte Group-Thema, damit, denn ich meine, wie gerade die Pressemitteilung, die draußen war, dass 20.000 wirklich immer noch zu viel sind und dass da sozusagen Lösungen gefunden werden. Also ich finde, die Lösung muss sein und muss lauten, alle Mitarbeiter müssen in irgendeiner Form wieder ihren Job so machen können. Wir reden von Fachpersonal. Das ist ja nicht nur irgendein, ich sag mal, Gelegenheitsjob gewesen. Das sind ja Fachpersonalleute. Und darum reiße ich euch raus, liebe Horn-Familie. Ich packe mein Schild jetzt ein, das brauche ich nicht mehr. Und das Motto heißt, auf nach Berlin, denn we are Lufthansa.